Also, wir alle sind quasi verdammt, zu Hause zu bleiben. Und das ist für manche vielleicht ein Segen, für manche ist es eine riesengroße Belastung. Aber was ist das genau, was uns so stresst, wenn wir zu Hause bleiben müssen? Und zwar kann man es so sagen, es sind drei, die Kollegin Gabriela von Witzleben hat drei Kernbedürfnisse beschrieben, die ganz wichtig sind, die eigentlich hinter den Grundbedürfnissen noch stecken. Und das ist das Kernbedürfnis nach Autonomie, nach Überblick und Orientierung und nach Beziehung. Und all drei diese Kernbedürfnisse sind zurzeit verletzt. Autonomie ist komplett verletzt, weil wir dürfen im Moment nicht entscheiden, wo wir hinfahren, was wir machen wollen. Das ist relativ stark eingeschränkt. Überblick und Orientierung fehlt uns zurzeit gänzlich. Niemand weiß, wie lange das Ganze noch dauert. Niemand weiß, wo das hinführt. Das heißt, wir wissen alle nicht, wo es lang geht. Und das Thema Beziehung. Gerade jetzt bräuchten wir Nähe und Kontakt zu den Menschen, die uns am wichtigsten sind. Und oftmals kann oder darf man diese Menschen nicht sehen. Die Verletzung eines Kernbedürfnisses führt zu Stress und zu Unbehagen und vielleicht auch zu Ängsten. Das heißt, es ist völlig normal, wenn jeder, der sozusagen das jetzt erlebt, weltweit, der quasi eingesperrt ist, sich unwohl fühlt. Also das ist ganz normal. Dazu kommt natürlich, dass es in vielen Familien oder Paaren, Paarkonstellationen auch schwelende Konflikte gibt. Und solange man von morgens bis abends gearbeitet hat und sich abends nur ein, zwei Stunden gesehen hat, sind diese Konflikte vielleicht unterm Teppich geblieben. Aber es kann sein, dass die jetzt richtig aufpoppen und dass die uns jetzt brühwarm zur Verfügung stehen. Und dann kann es auch sein, es gibt Menschen, die haben Ähnliches schon mal erlebt. Die waren in Situationen, wo die Regale in den Märkten oder in den Geschäften leer waren. Die waren in Situationen, wo sie Schlange standen mussten. Die waren in Situationen, wo sie eingesperrt oder kaserniert waren. Das kann ganz lange her sein. Das können Kriegserlebnisse sein. Und es kann sein, dass es sich jetzt wieder so anfühlt wie damals. Dass man sozusagen in ein ähnliches Erleben reinrutscht, obwohl das jetzt was ganz anderes ist. Aber es kann sein, dass unser Nervensystem sich dann auf einmal wieder so fühlt wie damals. Und es gibt natürlich Menschen, denen es zurzeit auch finanziell und existenziell nicht gut geht, weil sie ihren Job verloren haben oder weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren. Also wo ganz reale Ängste auch noch vorhanden sind. Das heißt, wir haben eine Menge an sozusagen belastenden, einschränkenden Emotionen, wo es darum geht, die sozusagen jetzt gut mit emotionaler Selbsthilfe zu überwinden. Und wir können uns jetzt auch nicht alle sozusagen auf die Couch legen und eine Psychotherapie machen. So viel Couchen haben wir in ganz Deutschland gar nicht. Und die Frage ist auch, gäbe es da überhaupt sozusagen einen Bedarf für? Was jetzt das Gebot der Stunde ist, das ist emotionale Selbsthilfe. Und es geht jetzt im Grunde darum, die Psyche zu immunisieren. Wir hören jetzt ganz viel von Wirkstoffen oder Impfstoffen, die entwickelt werden sollen, um uns zu immunisieren gegen das Virus. Was ich ganz wichtig finde, denn das Virus hat eine Eigendynamik, wo wir auch was machen können, aber was trotzdem sich von alleine entwickelt. Wir haben neben der Virusinfektion noch eine ganz andere Pandemie, nämlich eine Emokokken-Pandemie, habe ich das mal genannt, nämlich die Ängste, die wir gerade weltweit spüren und die Hilflosigkeit, die aktiviert wird. Das geht mindestens so viral wie das Virus selbst. Und da können wir sehr viel tun mit emotionalem Selbstmanagement. Und deswegen möchten wir Ihnen hier ein paar sozusagen hilfreiche Möglichkeiten zeigen, wie man belastende Emotionen angehen kann. Es gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten. Also vor allem auch wirklich soziale Nähe, Kontakt zu anderen, sprechen, das ist alles extrem hilfreich. Man kann wunderbar Bücher lesen, die einen erbauen und die helfen. Es gibt so viel gute Literatur. Es gibt Bibliotherapie, also Therapierichtungen, die sich mit der Nutzung von Büchern beschäftigen in Krisenzeiten. Also all sowas ist total interessant und sinnvoll. Wir möchten hier auf ein paar Aspekte fokussieren, die zum einen die Emotionen regulieren und die zum anderen unser Denken stärken, sodass wir sozusagen angstmachende, belastende, katastrophisierende Gedanken sozusagen neutralisieren können und dass wir belastende Emotionen, Sorgen und Ängste sozusagen reduzieren können. Es geht darum, eher Gedankenraum zu geben, die Mut, Sinn und Zuversicht machen. Und es geht letzten Endes auch darum, aus Sicht der Emotionalität eine hohe Herdenimmunität aufzubauen. Deswegen haben wir dieses gemacht und deswegen freue ich mich sozusagen, Sie durch die verschiedenen sozusagen praktischen Anwendungen zu leiten. Wenn es jetzt um emotionales Selbstmanagement geht, dann praktiziere und präferiere ich einen Ansatz, den ich vor 20 Jahren kennengelernt habe, die Klopftechniken, die im Grunde aus der traditionellen chinesischen Medizin über Amerika nach Europa gekommen sind, wo man, während man an ein belastendes Thema denkt, gleichzeitig bestimmte Körperpunkte klopft und dadurch die emotionale Verarbeitung im Gehirn überstrapaziert und die Emotionen sich oftmals relativ zügig verändern.
Und das würde ich Ihnen gerne zeigen. Wir haben verschiedene kleine Filmsequenzen jetzt gedreht, dass Sie sozusagen immer bei Bedarf einsteigen können in das, was Sie gerade brauchen oder was Sie gerade interessiert. Als erstes ist immer wichtig, sich zu überlegen, was für ein Unbehagen ist das, was für ein negatives Gefühl, für ein belastendes Gefühl ist das eigentlich gerade, was ich habe. Also oft sind das Angst, Scham, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Ärger, Wut, das sind so Klassiker. Manchmal kann man es gar nicht benennen. Man merkt nur, irgendwas ist ganz komisch. Ich habe keine Worte dafür. Auch das geht. Man muss es eigentlich nur fokussieren und in dem Moment mit dem Klopfen arbeiten und dann geht das auch schon, funktioniert das auch schon. Wichtig am Anfang ist, das Thema zu vermessen, sich zu fragen, wie stark, wie unangenehm, wie belastend ist das eigentlich gerade? Auf einer Skala von 0 bis 10. 10 wäre maximaler Stress und 0 ist völlig entspannt. Das ist ganz gut, auch für einen selbst, damit man sieht, wie stark die einzelnen Interventionen wirken. Das ist das eine. Ich fokussiere mich auf ein Thema, ich gucke, was es für ein Thema ist. Ich frage mich auf der Belastungsskala, wie hoch ist das eigentlich? Und der zweite Teil ist es sozusagen dann, dass ich eine Selbstbestätigungsaffirmation formuliere. Und die hat eine ganz klare Struktur. Der erste Teil des Satzes ist immer die Benennung des Problems, auch wenn ich gerade Angst habe. Und der zweite Teil ist die Stärkung eines Kernbedürfnisses. Auch wenn ich gerade Angst habe, behalte ich den Überblick und gehe meinen ganz eigenen Weg. Zum Beispiel auf Blatt 1 im Download sehen Sie sozusagen die ganzen Formulierungen, die Sätze, die beispielhaften Sätze. Da kann man sich einfach was raussuchen, was einen anspricht, was einem gefällt. Also erster Teil des Satzes, die Benennung des Unbehagens. Auch wenn ich mich gerade total eingesperrt fühle, gehe ich meinen ganz eigenen Weg und bleibe in Sicherheit. So, man könnte das machen. Man könnte auch quasi unser Kartenset jetzt schon nutzen, indem man den ersten Teil nutzt, sozusagen aus dem ersten Teil des Kartensets. Da könnte man zum Beispiel, das Blaue ist das mit dem Innen oben drauf, könnte man zum Beispiel die Formulierung machen, auch wenn mich das alles total überfordert oder auch wenn mich das Ganze überfordert, bleibe ich in Sicherheit, gehe ich meinen ganz eigenen Weg, akzeptiere und liebe ich mich so, wie ich bin. Das wäre möglich. Und wie gesagt, wenn einer der zweiten Teilsätze Ihnen nicht gefällt, also hauen Sie den in die Tonne. Es ist, der muss nicht passen. Man sollte wirklich nur das aussprechen, was einem selbst gefällt und was passt. Man könnte auch als ersten Teil formulieren, auch wenn ich um meine Existenz bange, bleibe ich in Sicherheit und gehe meinen ganz eigenen Weg. Also so könnte man das machen. Man könnte den ersten Teil formulieren, auch wenn ich mich total eingesperrt fühle. Und dann könnte man auch einen zweiten Satz hiervon nehmen. Informiere ich mich, wie ich andere unterstützen kann. Auch das wäre möglich als Stärkungssatz. Oder man nimmt vielleicht jetzt nochmal was hier. Auch wenn niemand weiß, ob das Gesundheitssystem das alles stemmen wird. Zweiter Teil, kann mir keiner meinen Optimismus nehmen. Also das könnte man sozusagen jetzt schon machen und dabei hier kurbeln. Und wenn Ihnen dies mit den Karten zu viel ist, dann nehmen Sie einfach aus dem Blatt 1. Ich zeige Ihnen das nochmal, Blatt 1, das wäre dieses Blatt hier, nimmt man sozusagen einen der Standardsätze, die hier aufgeführt sind. Hier unten sind die Standardsätze, die kann man einen rausnehmen. Man kann auch verschiedene kombinieren, also zum Beispiel wie hier. Auch wenn mir gerade Decke auf den Kopf fällt und ich mich komplett genervt von meiner Familie fühle und hierbei immer dann kurbeln, bleibe ich in Sicherheit, gehe ich meinen ganz eigenen Weg und achte und schätze mich so, wie ich bin. Also da ist man relativ frei, das zusammenzusetzen, wie man will. Das ist eine robuste Technik, die funktioniert auch, wenn es mal hakelt. Also es ist jetzt nichts Heiliges sozusagen. Das ist sozusagen der erste Teil. Ich fokussiere mich auf das belastende emotionale Material. Ich gucke, wie belastend ist das auf der Skala. Und ich gucke schon mal, welche Selbstbestätigungsaffirmationen gefallen mir. Und wem das jetzt zu viel an Möglichkeiten war, der nimmt einfach von diesen dreien, bleibe in Sicherheit oder behalte den Überblick. Gehe meinen ganz eigenen Weg, bestimme, was gut für mich ist, nehme mir den Raum, den ich brauche oder achte und schätze oder liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin.